Hallo ihr Lieben, heute gibt es das erste Video einer vierteiligen Reihe. Und zwar wurde ich letztens bei Facebook per DM gefragt, also per Direktnachricht, ob ich nicht mal eine Vorstellung zu meinen Blogs machen kann, die ja auch irgendwie zu meinem YouTube-Kanal dazugehören, aber auch irgendwie was Eigenes sind. Und da habe ich gesagt, jetzt wo ich weiß, wie ich gut am Computer aufnehme, warum eigentlich nicht? Den ersten Blog, den ich euch zeigen will, ist wirklich mein ganz eigener. Der heißt kiloporzel.de. Dieser Blog ist 2014 entstanden mit dem Hintergrund, dass ich meine Abnehmreise dokumentieren sollte. Mittlerweile ist es eher eine Rezeptsammlung geworden. Aber ich zeige euch einfach mal, was ihr hier findet. Zuerst auf der Startseite findet ihr hier immer die neuesten Beiträge. Da findet ihr die Termine der Koch. Gruppe mit dazwischen, ihr findet die Rezepte. Ich bemühe mich alles mit Bild, ab und zu kommt mal eins ohne Bild. Die Bilder sind jetzt nicht aufpoliert, das ist einfach so, wie wir es gekocht haben, wie es aussieht, weil ich möchte realistische Bilder und einfache Rezepte posten. Und die Rezepte stammen alle aus meiner Feder. Dann habt ihr hier ein Das bin ich. Das ist schon ein bisschen veraltet. Ich habe es letztes Jahr das letzte Mal aktualisiert. Ja, finde hier so ein paar Sachen zu mir, ein paar Fotos. Könnt ihr euch ja mal durchlesen, wenn es euch interessiert. Der nächste Bereich ist für die Leute, die hier in der Region sind. Wir sind in Schongau-Altenstadt in Bayern. Ist eine lokale Gruppe. Es gibt eine Facebook-Gruppe, wo ihr teilnehmen könnt. Es gibt eine Mailingliste, die ist momentan inaktiv, weil da keiner wirklich mitgemacht hat. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, die sehr aktiv ist. Unser Treffpunkt, unsere Termine. Momentan gehen wir gerade in die Sommerpause, weil über die Sommerferien dürfen wir nicht in die Schule. Und wir kochen in der Förderschule in Altenstadt. Dann ein Kernaspekt dieser Seite sind die Rezepte. Ihr seht hier, die sind verschieden kategorisiert. Erstmal die Standards, vegan, vegetarisch, Fleisch, Fisch. Fastfood selbstgemacht finde ich sehr spannend. Ich habe mittlerweile viele Rezepte da reingemacht. Eintöpfe, Ideen fürs Frühstück, Pfannengerichte, Salate, Suppen, Aufläufe, süße Rezepte und so weiter kommen immer wieder welche dazu. Dann Rezepte der Abnehmgruppe. Das sind halt die Sachen, die wir bei der Abnehmgruppe schon gekocht haben. Und entsprechend auch als Gruppe getestet haben und nicht nur ich alleine. Bei den anderen sind auch Sachen nur von mir dazu. Und wenn ihr auch am Abnehmen sollt, wird euch diese Rubrik interessieren, die nach Nährwerten. Da gibt es einmal nach den Makros sortiert, also eiweißreiche, Low-Fett-Sachen, Low-Carb-Sachen, Sachen, die Low-Fett und eiweißreich gleich sind, Sachen, die Low-Carb und eiweißreich gleichzeitig sind oder auch hier halt nach den Kalorien. Wobei man da immer ein bisschen gucken muss, natürlich bei 0 bis 100 Kalorien sind weniger vollständige Mahlzeiten, da sind dann eher so kleine Snacks und Getränke drin. Ihr seht es hier. Und gibt hier natürlich auch ein paar Kalorienbomben, die ein bisschen reichhaltiger sind. Genau, ihr findet hier auch die YouTube-Rezepte. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, und dann hatte ich mal ein paar Projekte gemacht. Zum Beispiel ohne Fertigprodukte ist auch ein sehr spannendes Projekt gewesen. Da habe ich wirklich alles selber gemacht, sogar Senf selber gemacht. Könnt ihr mal reingucken. Ja. Und als letzten Eintrag noch nach Entstehungsjahr, weil den Blog gibt es ja schon eine Weile. Den gab es auch mal unter einer anderen Domain, aber da seht ihr, was ich so jedes Jahr neu dazu kam. Dann der Bereich Tipps und Wissenswertes ist speziell für die, die auch abnehmen wollen. Ich habe das ein bisschen kategorisiert. Da ist lange nichts dazugekommen, lange keine Updates. Ich weiß nicht, ob alles noch auf den aktuellsten Stand ist, aber ihr findet hier grundlegende Dinge, Risiken, Planung und Organisation, Heißhunger, Motivation, Apps und Produkttests, die ich niedergeschrieben habe,
Jetzt mache ich die eher bei YouTube drüben. Kochen, trinken, Sport, Themenabende der Abnehmgruppe. Wir haben eine Zeit lang den Abend immer unter ein Thema gestellt und dann nicht nur Rezepte probiert, sondern auch über das Fachwissen dahinter gesprochen. Videos, sonstige Tipps. Genau, und ganz spannend bei der Motivation findet ihr, glaube ich, auch meine Challenges mit drin. Ja, zum Beispiel hier habe ich eine Challenge gemacht. Hier habe ich eine Challenge gemacht, kein Tag ohne Sport. Genau, könnt ihr ja mal stöbern, ob ihr was findet, was euch interessiert. Dann gibt es natürlich für die, die ein bisschen allgemein stöbern wollen, auch einen Bereich, wo alle Beiträge drin sind. Das ist im Prinzip mein Archiv. Und es gibt Bildergalerien, aber ich glaube, da sind jetzt relativ viele schon rausgeflogen, weil die Rezepte jetzt ihre Bilder anders verwalten. Ja, das zum Kiloporzel-Blog. Ihr findet den unter, ihr könnt es hier oben lesen. Kiloporzel.de. Wie gesagt, das ist ein kleines Projekt von mir. Kommen auch immer wieder neue Rezepte und Termine drauf. Ab und zu auch mal einen Beitrag zu einem anderen Thema. Könnt ihr euch gerne mal umschauen. Freue mich auf Besucher. Und natürlich findet ihr hier auch meinen ganzen Social Media Stuff. Könnt ihr mir folgen, wo ihr seid. Ich freue mich immer über neue Besucher. Ja, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Also ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann.